Die Ehe von Birte und Jörg ist am Ende. Eine Scheidung unausweichlich. Doch wie läuft die ab? Wenn Birte und Jörg grundsätzlich mindestens ein Jahr lang getrennt leben, kann Birte den Scheidungsantrag stellen. Es besteht Anwaltszwang. Der Antrag ist begründet, wenn die Ehe gescheitert ist. Auch für in Deutschland lebende ausländische Eheleute gilt zumeist das deutsche Scheidungsrecht. Das Familiengericht entscheidet dann über den Scheidungsantrag. Oft regelt es zugleich den Versorgungsausgleich, also die Aufteilung der Versorgungs- und Rentenansprüche, die während der Ehe erworben wurden. Diese werden gewöhnlich hälftig geteilt. Um die Höhe der Anwartschaften zu erfahren, müssen die Eheleute den Fragebogen V10 zum Versorgungsausgleich ausfüllen und an das Familiengericht senden. Dieses holt dann die Auskünfte bei den Versorgungsträgern ein. Auch andere Anrechte, zum Beispiel Betriebsrenten, öffentliche Zusatzversorgungen und private Rentenversicherungen, müssen angegeben werden. Birte und Jörg wenden sich an das zuständige Gericht. Die Zuständigkeit richtet sich unter anderem nach dem gewöhnlichen Aufenthaltsort der gemeinsamen Kinder bzw. der Eheleute. Da sich Birte und Jörg einig sind, braucht nur einer von beiden eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Sinnvoll aber ist es, wenn dies beide tun, etwa für den Fall, dass Schwierigkeiten auftreten. Geregelt werden auch die sogenannten Folgesachen, der nacheheliche Unterhalt etwa, der Zugewinnausgleich oder die Teilung des Hausrats. Hierbei besteht Anwaltszwang für beide Eheleute. Was die Scheidung kostet, hängt unter anderem von Birtes und Jörgs Vermögens- und Einkommensverhältnissen ab. Danach richtet sich der Verfahrenswert, den das Gericht für die Berechnung der Kosten bestimmt. Wenn die Eheleute diese nicht, nur zum Teil oder in Raten zahlen können, können sie Verfahrenskostenhilfe beantragen.